Ach, da ist der Peter. Neonschild. Und der Barmann. Ist der Barmann nicht der Barmann? Ist das nicht der Barmann, der Barmann? Der Barmann da in der Bar drin. Der Barmann da, wo wir mal waren. Kickertisch, Tür, Löffel, Fass. Cocktailkarte. Haben wir hier die gleichen Getränke? Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Oh, na gut, das sind andere Getränke. Nehmen wir die Cocktailkarte mal mit. Können wir da reingucken? Wahrscheinlich nicht. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Das ist so 80er. Kannst du das vielleicht mitnehmen für einen Drink? Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Na gut. Peter! Na, du... Peter hat Geburtstag, Peter hat Geburtstag. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Oh, das ist so emo. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Ist das ein schöner... Ach ja, das Übliche. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Schön, dass es dich gibt, Peter. Ist wirklich schön. Ach ja, und übrigens... Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich... Die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ach ja, ich muss mir die ganze Zeit die Hand vorhalten, damit ich hier nicht die ganzen Dialoge zublöke gerade. So, ach ja, Mensch. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ach ja. So, und sonst alles gut oder wie? Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt.
Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. So, Moment. Ich muss mir ganz kurz die Augen reiben gerade. Oh, ich sehe nichts mehr. Moment. So. Ja, ein bisschen aufmuntern. Klappt super. Stellen wir uns doch erstmal vor jetzt, wo wir so ein schönes Eröffnungsgespräch geführt haben. Hallöchen. Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Alter, wenn das weiter so geht, muss ich das Let's Play gleich leider unterbrechen. Das geht überhaupt nicht mehr klar. So. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. So. Ach ja, wollen wir... Ach komm. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ach, das muss Liebe sein. So, da können wir nichts mehr machen, ne? Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Ja. Ich geb's auf. Super. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Ja gut, das war's leider dann auch schon mit dem. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Ach schön, das war, glaube ich, das schönste Gespräch, das ich in meinem Leben je gehört habe. Ach schön. Das soll ein Löffel sein? Ja, nimm doch mal mit den Löffel. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Mist, da kommen wir nicht ran. Vielleicht können wir mit dem noch ein kleines Gespräch führen. Du bist kein Löffel. Du bist eine schnöde Schaufel. Boah, die ist ja gemein. Benutzen? Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Was ist denn das für ein Fass? Hier mixt der Barmann seine Drinks? Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Mir kommt gerade eine Idee. Die Petra feiert doch Geburtstag auf dem Klo. Oh, warte mal. Hier mal ganz kurz. Okay. Die Petra feiert doch Geburtstag auf dem Klöchen. Und wir haben hier einen Peter, der aufs Klo soll, aber hier am Saufen ist und nicht zu Petra will. Und wir haben ein Fass, in dem der Barmann seine Drinks mixt. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Kannst du mal einen Schluck nehmen? Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Schön, das geht mir bei meinen Socken immer genauso, ja. Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Okay. Wir könnten natürlich einen Fußnagel reinschnippen, ist jetzt nicht so spannend. Davon sollte ich lieber nichts mit mir herumtragen. Es könnte mir das ganze Inventar zerschmelzen. Und am Ende frisst es dich bis ins BIOS durch und das willst du doch nicht, oder? Nein! Okay, nee, lieber nicht, das lassen wir lieber. Aber ich glaube, der Antivir geht dann vorher los. Huch? Hier ist gerade ein Fehler. Wenn ich hier so lang gehe, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Wenn ich da so lang gehe, ich komme gerade nicht aufs Messer und auf die Gabel und... Jetzt komme ich gerade nirgendwo hin. Bestimmt irgendeine Meldung wieder vom System, die sich dahinter aber verbirgt. Sodass ich hier die Items nicht benutzen kann. Das heißt, ich muss eh gleich eine Aufnahmepause machen. Mist. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. War das nicht Captain BP? Na gut. Los, Harvey! Fass! Da ist bestimmt Fassbrause drin.
So, ja, ich muss gleich unbedingt mal neue Aufnahmen starten, weil hier ist gerade irgendwas am... Ah, doch, ich kann die Items, glaube ich, noch benutzen. Die Cornflakes hier gerade nicht mehr. Nee, das geht nicht. Kann ich mir alles benutzen. Na gut. Was wir noch probieren, ist noch der Bohnendip. Nee, probieren wir nicht mehr. Wir quatschen nochmal mit dem Barmann. Das machen wir nochmal, nachdem wir die Leute angesehen haben. Er wirkt äußerst deprimiert. Okay, und der Barmann nicht, ne? Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Nee, der ist grundsympathisch. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Boah, der ist aber unwirsch. Gleich mal Licht ausmachen. Lass das bitte. Ich brauch die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ich kann dir einen Topf über den Kopf ziehen, dann ist düster. Willst du einen Topf? Wozu? Mein Leben köchelt nur noch auf Sparflamme. Ach, der ist so lebensbejahend und nett einfach. Ach, wir können jetzt gar nicht alles mit dem benutzen, aber Chips können wir ihm vielleicht geben. Willst du was zu knabbern? Ich habe schon genug an meinem Leben zu knabbern. Ich wette, es schmeckt ziemlich fad. Wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Und dann nur noch ranzige Leberwurst im Haus. Oder zu viel Butter auf dem Brot, so richtig... Vielleicht die Haare schneiden? Willst du die Zickzackschere? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, behalt sie ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Ach schön, huch. Ah, okay. Barhocker? Hier ist noch Barhocker. Ah. Ansehen? Warum müssen depressive Leute immer hochsitzen? Weil sie nicht bis zum Horizont schauen können, liebe Edna. Um hier zu randalieren, habe ich noch nicht genug getrunken. Nicht traurig sein. Das kann ja noch kommen. Vor allem braucht Edna gar nicht zu trinken, um zu randalieren. Hallo Norm, was macht das Leben? Ich könnte dir Geschichten erzählen. Leider spielen sie alle hier in der Bar. Oder im Möbelhaus. Keine Zeit zum Ausruhen. Okay, da ich das Inventar gerade nicht richtig benutzen kann, dann würde ich mal sagen, ich speichere mal ganz kurz, nachdem ich den Kickertisch angesehen habe. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Ein kaputter Kickertisch? Ah, ein kaputter Kickertisch von Ikea. Nehmen wir mal. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Bäh? Ihr spielen alle wie Flasche leer. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Können wir den Kickertisch vielleicht ein bisschen ansägen? Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Gut, so geht's offenbar nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich mache mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Halt, vorher natürlich gemeinsames Speichern. Ich mache mal hier auf den nächsten Slot 2. Und da ist die Aufnahme pünktlich abgebrochen. Na, das ist ja super. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles nochmal spielen. Bis gleich. Tschüss.